Piggy Pack. Ich habe immer noch kein Video gemacht mit Piggy Pack. Aber Sam mit dem Momo-Meister. Sam war vorhin hier. Ja, ist er hier? Guckst du? Ja. Wir sind wieder alle am Start. Und ich habe wieder kein geiles Mikro anstecken. Ja, wir machen ein Update-Video. Ja, ich schneide das jetzt mal irgendwie so einen Zusammenschnitt. Die drei Tage Campercamp. Von Max. Hallo im Campercamp. Ja, hallo. In der Nähe von Hameln. Wir sind wieder an der Arbeit hier. Was haben wir gerade gelernt? Weserbergland. Weserbergland. Und Hameln, Rattenfinger, Schaumburg-Lippe. Das ist alles, was hängen blieb. Das ist wunderschön hier. Ganz tolle Location. Das ist der Zeltplatz Alpha One, nennt sich das hier. Alpha One Jugendzeltplatz. Und da war das Campercamp schon mal. Und dann sind wir wieder. Und von dem Fahrzeug gibt es ein Update, weil du hast immer was Neues zu berichten. Fragen ja, waren da, Kommentare. Es sind schon wieder drei Sachen in der Retorte. Da wird richtig was kommen. Da werden wir noch einiges testen. Und eine Sache, die getestet wird, könnte ein richtiger Knaller werden. Ich habe da schon Informationen unter der Hand bekommen. Ja. Lasst euch überraschen. Da dürfen wir noch nicht drüber sprechen, nee. Aber wenn das sich bewahrheitet, dann... Wir hauen hier Wahnsinnssachen raus, wirst du sehen. Also alle miteinander. Jatun, der Freund, ist auch da. Wir sind schon wieder die Clique. Mozza Fiato kommt noch. Die Alfis kommen noch. Dein Ziehkind. Ja, dein Ziehkind. Fand ich total schön auf der Messe. Ja, es hat Spaß gemacht. Ja, sowas muss gefördert werden. Also und sie ist ja eigentlich ganz liebe, eher schüchtern wirkende. Und wenn die Kamera angeht, ist sie sofort da und Wahnsinn. Ja. Und klar, das Reden muss man sich ein bisschen gewöhnen dran, aber das ist schön. Aus der Sicht eines Kindes mit 13 das mal alles zu erleben. Ich stelle mir noch so vor, wenn sie ihr erstes Wohnmobil hat, dann mit dem riesen Monitor da drin. Ja. Das Riesending. Den muss sie haben. Aber die Augen waren phänomenal. Ja. Wir haben es uns abends angeschaut, wenn wir es um 8:30 rausgehaut haben, im Beamer am Wohnmobil in eurer tollen Ecke auf der B1 Asphaltplatte. Und dann hat sie Applaus gekriegt, weil diese überraschten Augen, das war wirklich total authentisch. Einfach nur reingehalten und eingefangen. Ich hatte so Spaß. War auch gut, dass sie vorher nicht gucken konnte. Nee, ja, genau. Einfach ins kalte Wasser und dann ab geht's. Ja, danke, Mozzakind. Enten haben wir auch ein paar da. Wenn ihr kommen wollt, geht auf die Homepage. Hier, glaube ich, ist jetzt dann brennt die Hütte ab morgen Mittag. Ab morgen brennt die Hütte. Hier kommt einer nach dem anderen. Ja. Und da wird richtig was losgehen, wird auch sehr informativ, so wie ich gehört habe. Ich denke auch. Promoter da. Ja, Solmecke ist so ein Name. Da wird sich jeder denken, was tut der jetzt? Der Rechtsanwalt ist durch alle Medien gelaufen seit Jahren. Sat.1-Sendung in Nachrichten siehst du teilweise. Also, ich weiß nicht, wie viele Millionen Abonnenten er hat, als der Internet-Rechtsanwalt im deutschsprachigen Raum, glaube ich. Ja, man muss sich ja spezialisieren, weil. Ja, ja. Die Rechtslagen sind ja sehr unterschiedlich. Der kann aber alles so geil erklären, der Typ. Ja, ich habe ihn noch nicht gesehen. Also noch nicht? Nein, ich mag den. Ich schaue den immer wieder mal. Ja. Witzige Themen hatte der schon. Wir können ihn ja mal zu den Rechtsthemen befragen, was Wohnmobil angelaufen ist. Ja. Eigentlich scannt er ja unsere Kanäle hier und wird uns ein bisschen in die Schuhe helfen. Entschuldigung, das war eine kurze Werbeunterbrechung für die geile Kanäle. 10 Kanäle wird er ja testen. Ja. Hat er ja schon vorher gemacht. 9 werden dann zusperren. Ja, wobei der eine wird wahrscheinlich nicht hier jetzt publik gemacht, weil der Creator nicht da ist. Ne? Ja, richtig. Aki musste leider absorgen, kurz vorher. Der ist in Australien, da konnte er Freiburg nicht machen. Der wäre gerne dabei gewesen bei den beiden Sachen jetzt in den nächsten 4 Wochen, aber ist nicht dabei. Weil der hat sehr geschwärmt vom letzten Jahr. Die hatten letztes Jahr noch weniger Teilnehmer. Mhm. Aber das hat sich etabliert, das hat sich rumgesprochen als äußerst positiv. Muss ich ehrlich sagen. Vorschusslorbeeren lassen wir ihn gerne schon mal da. Sind ja auch die richtigen Leute da. Ja, Veranstalter super freundlich. Und es wieder stellt sich heraus, dass wir ein mega geiles Netzwerk haben. Laufen wir durch, oder? Ich gehe davon aus, das wird schon für Creator dann muss werden. Ja. Ne? Ich denke auch, das muss man einfach noch ein paar Jahre machen. Jetzt muss ich Product Placement den euren natürlich noch einfangen. Tja! Aber guckt euch den Blick an. Da ist noch einiges. Pommesbude ist noch. Ja, stimmt, die Pommesbude. Ich gucke da immer zum Fenster raus und rufe dann die 47 Schranke. Pommes-Schranke ist fertig. Aber es ist eine geile Imbissbude. Also. Ja. Oder mit dem Hintergrund, mit den Bergen, da ist schön.
Es ist wirklich wunderschön. Wetter ist so 28, 29 Grad. Bisschen Wind. Gehen wir los. Gucken wir mal, was oben los ist. Und wir sehen uns gleich wieder. Ein paar Leute vorwarnen. Aber das Geile ist mittlerweile, er hat sich rumgesprochen, wenn einer mit der Kamera läuft, das ist, die sind alle nicht in Deckung, oder, aber es ist dafür automatisch. Dafür sind wir ja hier. Ja, richtig. Dass man weiß, was man tut. Und ja. Früher war das nicht denkbar. Jeder immer hat dich beäugt oder sonst was. Ja, lauter Gleichgesinnte. Das ist normal jetzt. Ja. Oh, Karawanien. Das ist seitlich. ML. Wo habt denn ihr die geilen Matten hier? Sag mal. Das finde ich so schön, dass sich die Matten so rumgesprochen haben in den Jahren. Ich finde, das ist die geilste Visitenkarte. Was für, was für ein Move. Das kennt ihr auch noch, die ehemalige Toilettenklappe als Kaffee- und Nikotinbar. Ja, kommt der. Volker noch gehen, ja? Ja. Volker von Leica Camper, das Ding stelle ich euch extra mal vor. Das interessiert mich selber. Guckt euch mal den Blick an hier. Und das wird sich noch gut füllen heute. Zu Meilen-Mike ist auch da. Hallo. Meilen-Mike ist auch da. Was haben wir denn hier? Der Toni Duppe on Tour. Momo Marco, wie geht's dir? Danke, sehr gut. Hallo. Hallo. Wir tingeln mal rum. Ja. Mal ein paar Eindrücke sammeln, was alles da ist vom Aufbautag. Ja. Morgen geht's los. Ja. Warst du letztes Jahr da? Nee, leider nicht. Auch nicht, ich auch nicht. Also habt sich sehr positiv rumgesprochen. Ja. Wir sind auch sehr gespannt. Wir auch. Und jetzt gibt's Chili, habe ich gehört, da oben. Ja? Guck mal die Farben an von den Herren hier. Ja, das knallt. Super geil. Geil, ja, echt was. Mit dem grünen Auto im Hintergrund, das ist ein Farbgenuss. Echt. Bis nachher. Bis nachher. Damit die Isa. Isa ist auch da. Camp Nation. Und der Dirk mit Mannschaft. Ich habe schon schön gemacht den Wagen, ja. Ist schon schick. Soll bei den Doppelachsen. Ja, mega mächtig. Immer dran denken. Drive vans, not tanks. Ich stelle mir gerade so vor, die Front poliert, die Queen da drauf. Ja, 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 klar. Das ist die Queen drauf. Jetzt weiß ich erst, was du meinst. Unauffällige Werbeeinblendung. Tolle Karre. Ja. Na, es hat so ein bisschen vintage. Dynamisches drin, ne? Einfach nur schön gemacht, ja, die haben Geschmack. Die Jungs von Camp Nation. Road Office powered by. Boca war wir da. Guck mal, alle arbeiten hier, das ist der Hammer. Wir gehen einmal vorsichtig ran, aber wir machen so ein bisschen Zusammenfassung, erste Eindrücke. Und ich habe gerade gesagt, du kannst eigentlich überall hingehen, nur weil ich so unhöflich bin. Ihr seid so ein geiler Beweis, dass hier wirklich gearbeitet wird, Freitagnachmittag. Ja. Weil es ist das geilste Office der Welt. Ja, definitiv. Ich habe gerade dein Auto von der Seite abgefilmt. Ja, alles gut. Muss sein. Wir haben zwar schon, aber... Hi. Wie geht's? Mir geht's gut. Ja, komm, ich dreh dir den Hals rum hier. So, Hals entspannen. Mir geht's sehr gut. Ihr sitzt gut? Ja, natürlich. Eine einzige Werbeveranstaltung. Achtung, Achtung, Leute, jetzt abschalten. Es kommt Werbung. Die paar Zuschauer, die mir geblieben sind. Nee, Westfield steht da hinten. Ja, was denn da drauf? Ja, der Westfield ist aber ja. Das ist im selben Jahr produziert. Wir haben uns ja lange nicht gesehen, ne? Lieber ja, Dirk? Ich glaube, lass mich denken, 96 Stunden seit dem Caravan-Salon Düsseldorf. Ich hatte auch schon so ein bisschen, habe ich dich vermisst. Keiner sagt was dazu. Da hinten wird noch gedacht, super, Mr. Burkhammer. Geil. Ich versuche hier alles zu geben, weißt du. Wir sehen uns aber nicht nur hier. Nein. Du bist ja hier einer der Hauptsponsoren. Ja, richtig. Das ja. Kann man durchaus so sagen. Schön, dass man das unterstützt. Da hinten läuft auch einer. Alex Ertjen.
Macht genau. Genau. Du darfst auch gerne dazu stoßen, wenn du willst. Der Auto habe ich schon in Szene gesetzt. Ja. Wo geht's dann hin? Dann geht's. Wo geht's denn dann hin? Nächste Woche bin ich erstmal auf unserer eigenen Veranstaltung, dem Basecamp. Richtig. Wer noch Bock hat, in der Eifel auf unser Basecamp, Camp Nation Basecamp zu kommen, kann sich gerne noch anmelden. Es gibt in unserem Online-Shop noch Tickets. Dann fahre ich nach Rendsburg. Da sieht man schon wieder. Und dann fahre ich zum CVSM in Österreich. Okay. Nach Lofa. Wir fahren dann nach Freiburg runter. Wir fahren nach Freiburg. Direkt im Anschluss. Dann fahre ich 9 Tage im Urlaub. Ja. Dann fahre ich zu Paul Kemper auf das Jahrestreffen. Mhm. Dann habe ich 3 Wochen frei und dann fahre ich zur TC Leipzig. Wie frei? Ja, frei. Also ich bin nicht unterwegs. Also eingesperrt sozusagen. Ne? Und dann kaufe ich einen Baum. Okay. Genau. Alter. Mach. Nee, war kein Telefon, war ein Wecker. Ich meine, da schlafe ich ja ein, deswegen. Ja, das war, weil wir das alles so abgesprochen hatten, dass ihr da sitzt und der Tobi kam nicht und kam nicht und dann lagen sie alle über den Notebooks und haben gepennt. Ja. Und dann, scheiße, jetzt kommt er doch noch. Da ist er ja. Hilfe. Bleib sauber. Mach ich. Der, du auch. Achso, ich meinst ihn. Ja, der Alex. Du sauber. Jetzt nerv ich euch nicht mehr. Guckst du mal, was hast du alles drauf? Da sind ja keine geheimen Daten drauf, oder? Nein, Aufkleber. Ich sammle ja Aufkleber. So, Matic, Vigo, Gaga. Cool. Ja. Tada! Bis nachher. Bis nachher. Ja, servus. Wir arbeiten ja uns. Ich gehe auch nicht auf den Bildschirm. Das ist geil. Das ist nicht so aus, nichts Geheimnis hier. Hund, Frau, Mann, happy. Frau drin, Hund happy, Mann happy bei tollstem Wetter in Hameln. Man kann Hammer, sich eigentlich oder? Nichts Besseres vorstellen. Ach guck mal, Frau doch wieder, wa? Schönster Arbeitsplatz der Welt gerade. Absolut. Oder? Wenn das einer immer Office machen kann, dann ist es hier. Ne? Ihr seid ja auch nonstop jetzt unterwegs. Was ich mitbekomme und wo wir uns überall sehen, das ist so voll Family. Also wirklich. Ja, ich cool. Nenne es ganz gerne immer so ein bisschen Camper-Flohzirkus. Ja, ne? Ist manchmal auch. Genau. Ja. Aber es macht Spaß, deswegen machen wir es. Ne? Kommt Wer vorbei. Nicht auffällt, fällt weg. Und ja, das ist richtig, genau. Probieren überall. Wow! Und ihr seid Wer auch nicht so leidenschaftlich. Das ist gesaved, nur damit du schon mal weißt. BE oder komm? BE. Es gibt einen Hashtag ab heute. Ja, genau. Also ganz schön lange. Ja, genau. Bis später. Genau, man sieht sich. Macht's gut. Ja. Oh, die glänzt so schön in der Sonne. Komm, muss man schnell stehen bleiben hier. Bei dem Mofa. Da haben wir auch einen Kugelfisch, aber den möchte ich auch irgendwie nochmal zeigen. Das ist sehr, sehr witzig. Das ist quasi ein selbstgebauter GFK-Kugelfisch. Wird aber nicht davon gezogen. Oder wird die davon gezogen? Nein. Es gibt ja so Möglichkeiten, ja, ja. Aber das ist doch zu schwer, glaube ich, der Anhänger da. Bist du Motorradfahrer? Ich war. Du warst? Ich war. Ich war ein Schisser. Ja? Ich bin niemand tot. Ja, Schisser nicht, aber ich bin auch nicht schnell gefahren. Ja. Ich bin Gummikuh gefahren, schön gemütlich Touren. Ja, hat sicher einen Reiz, gell? Voraussehend. Ja. Diese Rennbrötchen, das war mir auch immer zu gefährlich. Ja. Sorry, aber es glänzt so total gut, dass wir eine Sonnenbrille haben. Ja, aber das war jetzt echt perfekt, wie die alle da saßen und wirklich arbeiten. Es war wieder ein Übergang vom Feinsten. Das sind die besten Schauspieler der Welt. Ich muss noch gucken, ob da geheime Informationen mit drin sind. Ne? Ja, ja, ja. Die Umsatzzahl. Nein, ich bin ja immer eher diskret unterwegs, wie du weißt. Ja. Ja, ist auch gut so, dass man einfach ein bisschen aufpasst. Finde ich. Unperfekt, diskret, indiskret. Immer voll das reinhauen. Wir hatten auf der Messe wieder so viele Erlebnisse am Caravansalon. Mit Sachen, wo ich finde oder viele finden, das sollte man vielleicht anders machen, wenn ich mit einer Kamera auf einer Messe filme, das veröffentliche. Aber das muss jeder selber wissen. Ne? Zu so einer Veranstaltung gehen, muss ich nicht damit rechnen, dass die ganzen Creator da rumlaufen. Ja, eben. Dass immer eine Kamera irgendwo. Hocken! Hocken! Der große Unterschied ist nicht ganz so viele Leute. Trocken und viel trockener, aber Wacken ist hier ja gewackt. Das Fahrzeug kennt ihr wahrscheinlich, der ist ja legendär, den hat jeder schon 30.000 Mal abgefilmt. Aber das war, glaube ich, ein Azubi-Projekt. Ja. Guck mal, neidisch werden, da sitzen wir nämlich heute Abend dann und tanzen Ringelreiher.
Ja gut, ist ja auch mit den Zelten, wo jetzt die Veranstaltungen stattfinden, immer alles Vorzelte gegeneinander gestellt. Ja. Größer. Und da stehen die Schilder, wer, was für ein Sponsor oder Aussteller was belegt. Workshops sind, glaube ich, auch teilweise drin, ja? Da sind morgen die Workshops drin. Okay. Wenn ich richtig mich erinnere, 4x2 Stück. Ach komm, nee, 4x4. Gehen wir die Runde noch fertig. Zeigen wir den Zuschauern, wie es gerade aussieht. Haben wir uns genau die Runde gemerkt mit GPS, dass wir morgen das gleiche Move wieder machen? Den gleichen Move, wenn voll ist, ja. Ja, hier Beachy wird wahrscheinlich brechend voll sein. Das ist ja richtig spannend hier, richtig Beach. Typisch Hobby, ne? Ich hätte jetzt Bock auf die Hüpfburg oder Kettkauf. Kettkaufern machen wir jetzt dann gleich, oder? Aber Hobby natürlich. Ist ja auch empfänglich, ne? Für jeden Scheiß. Das Bällebad in Scheiß. Ich brauche das einfach. Ich bin einfach so ein alberner Opa geworden. Geblieben. Der ist eigentlich so geil, der Wagen, dass man sagen so sollte, warum bauen die denn nicht? Ja. Ganz ehrlich, mit dem Grundriss, guckt euch hier das mal an. Eine Markise noch drüber, eine kurze. Ja, gibt doch Leute, die wollen genau das haben. Ja. Schlafen quer geht genauso wie bei jedem anderen. Ja. Hast eine Hexenskoppe? Da steht es nochmal, genau. Mein ähnlich kam er ja dann. Ja, und so simpel, ne? Super geil. Hier zusammen, zack, runter, fertig. Du müsst man an, richtig. Verschluss hoch, einfach runter, fertig. Den müssten wir als Social Media Community Paket verkaufen. Geil, jetzt, wie er da steht in der Sonne, mega. Das ist der, glaube ich, 4 Jahre, ist das hier, oder 5 Jahre? 16. Guckst du mal, 16 war das. Mhm. Mir kommt das vor wie. Das war eins der trockeneren Jahre. Ja. Da war die Welt noch in Ordnung, wollte ich fast sagen. Superschön. Ja. Vorne ist alles gleich. Es ist ja nicht viel, was sie anders gemacht haben. Na gut, duschen mit dem Schüttelvorhang, aber in Wacken duscht eh keiner. Ja, ja, eben. Die Lackierung und alles, das ist so. Da haben wir gedacht, hey, Hobby, ist halt wirklich cool drauf. Wie jetzt auch im Caravan-Salon wieder zu sehen mit dem Beachy. Das ist wieder gut, wenn man. Ja, ja, alles prima. Ich bummel da alleine weiter. Nachhaltige Tischlösung, ich finde die mega cool. Die Bee Gees im natürlichen Refugium. Ich gehe laufen ein bisschen rum und zeige mal alles, wie es hier schön. Sieht gerade so schön aus. Aber darf ich Hüpfburg hüpfen? Echt? Ich will einmal Hüpfburg hüpfen. Komm, wir gehen nachher mal Hüpfburg hüpfen. Mit Kamera. Wenn keine da sind, genau, nur für die Kamera. Ich hätte das so Bock. Ich wollte dich jetzt nicht direkt ansprechen, weil ich habe es einfach mal laufen, 6 Schnipsel. Aber wenn, dann bitte sagen, ja? Ich hoffe jetzt, da habe ich den Kollegen nicht reingequatscht. Ich habe nicht gecheckt, dass die da filmen. Sorry. Ich habe das überhaupt nicht gesehen. Ja, nicht, dass wir nochmal was neu machen müssen. Das mag ich gar nicht. Wir haben gerade über das Thema gequatscht, auch auf der Messe, weil viele einfach wie die Axt im Walde in die Autos reinspringen und die Leute rausjagen. Teilweise ist es echt. Ja, vor allem, wenn man so eine Geschichte macht wie du, so völlig umgestellt und einfach durchzieht. Ja, dann ist natürlich schlecht. Das ist dann echt schlecht, ja. Und da gehe ich immer ganz vorsichtig vor eigentlich. Aber an der Stelle machen wir einen zweiten Teil und ein paar Schnippel bleiben übrig und ich hole mir jetzt das Okay ab, dass wir mit den Veranstaltern kurz was sprechen können. Wenn sie Zeit haben, die lieben Veranstalter, dann bin ich schnell das Haus. Hallo! Moin, hi! Ich hoffe, ihr habt nicht den Dreh versaut. Ich habe es nicht gesehen, dass ihr gerade das filmt. Nein, ich war gerade ein paar Stories für den Campercam-Kanal. Ja. Ich auch, eine lange. Das ist gut, ja. Sehr gut. Ja, ich wollte der Erste sein. Egal, wo man ist immer direkt drauf, ja, ne, hier auf dem Event. Stimmt. Man kommt nicht drum rum. Als nächstes nehmen wir das Hobby vor jetzt. Ja. Mal hier den Beachy-Bereich, das ist ja ganz nett. Ja. Das hier. Auf jeden Fall. Ja. Bevor ich jetzt unhöflich bin, erklärt ihr euch beide kurz. Ach, weil ich Campercamp-Verknüpfung bis jetzt ja nicht hatte. Ich freue mich jetzt schon tierisch, was da aufgezogen wurde. Ja.
Aber erklärt euch mal den Zuschauern. Ja, moin, wir sind vom Team Campercamp. Ich bin Johanna, alias Frau vom Camping, Moderatorin hier auf dem Event. Und ich bin der Tobi vom Abenteuerblog. Ich bin mit einer der drei Gründer vom Campercamp, mit René und Funk zusammen. Und dieses Jahr sind wir hier in der zweiten Auflage. Und nächstes Jahr geht es dann auch in die dritte Auflage. Wir freuen uns! Viel Spaß, bis danke. Nachher. Super, danke euch. Hüpfburg-Hüpfen habe ich ein Okay bekommen. Ein einmal Hüpfburg-Hüpfen. Solange keine Kinder da sind, ich brauche da unbedingt ein Video auf der Hüpfburg. Danke, bis dann. Das machen wir natürlich nachher noch. Und jetzt geht's auf die Hüpfburg. Catering soll super cool sein. Aber das zeige ich euch, wenn es in Betrieb ist. Schaut mal, wie schön die das alles hier dekoriert haben. Wie gesagt, es ist ja noch nichts mit Besuchern und so weiter. Slush gibt's, liebe ich. Jip. Campercamp. Schmeckt? Ja, danke. Lass schmecken. Ist das nicht schön gemacht hier? Einen guten, ja. Und das war letztes Jahr schon wirklich so, dass alle gesagt haben, sofort wieder machen, kommt wieder hierher nach Hameln auf den Alpha-Wann-Platz. Und da oben seht ihr das noch. Ich erlaube mir jetzt einfach mal auf eine Bühne zu gehen, da kann ich ja überhaupt nicht widerstehen. Festival powered by Hobby. Und da oben seht ihr die Hauptsponsor nochmal. Leica Camper. Tada! Du hattest doch vorhin, der füllt sich so langsam der Platz. Ne? Ja. Jetzt guck mal, wie viele Taschen hier stehen. Also, das sind alle Teilnehmer, die jetzt noch nicht da sind. So viel kommen. Also, haben wir gut. Ich schätze mal, 100 Fahrzeuge stehen jetzt allein schon, Besatzung und Ausstellung und so weiter. Und ich meine, 150 Fahrzeuge. Ja, dürfte es ungefähr werden. So mega cool, super. Also, wir machen mal aus. Das ist der erste Überblick für heute. Am Morgen gibt es weitere Infos und Details vom Campercamp. Ja, das sind die Kleinigkeiten und das fühlt man. Das ist, passt perfekt. Und bis morgen.